Hallo, meine lieben Kreativen. Ja, eigentlich wollte ich euch heute etwas anderes mal zeigen als Diamond Painting. Aber um ehrlich zu sein, hat das nicht so geklappt, wie ich es wollte. Und deswegen muss ich vorher jetzt noch ein bisschen üben, bevor ich euch das zeige. Ja, ich kann euch aber schon mal die Rohlinge zeigen, die ich gemacht habe, beziehungsweise so die ersten Entwürfe. Moment, wo habe ich sie? So, genau. Ja, und zwar habe ich nämlich vor, da ich euch ja erzählt habe, dass ich UV-Gel habe, wollte ich daraus Schmuck machen. Ja, das sind die ersten Entwürfe. Also der türkisfarbene ist schon ganz gut geworden, finde ich. Obwohl er noch sehr, sehr uneben ist. Und das hier war halt der erste Entwurf. Ja. Ne, also, wie gesagt, ich bin da noch am Üben. Ne, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ja, ist auch ein bisschen groß, wie ihr seht. Ne? Aber sobald ich es raus habe, wie es richtig funktioniert, werde ich darüber auch ein Video drehen. Ja? Genau, dann haben wir das erstmal. So, deswegen habe ich hier nämlich auch noch meine ganzen Nagelsachen stehen. Ich habe noch meine UV-Lampe hier neben mir und ja, noch so ein paar Accessoires für die Ringe, die ich halt, wie gesagt, auf den Fingernägeln nicht nutzen kann. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. So, ja. Genau, sind so kleine Muscheln. Finde ich ganz süß. Finde ich gerade auch für den türkisfarbenen Ring nicht schlecht. Also, wenn man da so eine Aqua-Optik macht oder so. Aber ich habe zum Beispiel auch hier so Overlays, mal gerade aufmachen. Die nutze ich nämlich auch nicht für meine Fingernägel. Ah, das ist ein ganzes, seht ihr? So. Genau, das zum Beispiel. Das kann man nämlich auch wunderbar auf dem Ring drauf machen. Ne? Ja, aber es soll nicht so sein. Deswegen werde ich da noch ein bisschen üben. Und wenn es dann soweit ist, werde ich euch daran teilhaben lassen. So, genau. Aber ich wollte euch gerade zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe da jetzt erstmal so ein bisschen geübt und habe zwischendrin dann noch mein Pin-Up Girl fertig gemacht. Das wollte ich euch auch mal gerade zeigen. So, genau. Da ist das Pin-Up Girl. Und ich habe mehrere AB-Steine da drin verwendet. So, dafür muss ich mal gerade aufstehen, dass ich jetzt auch die Kamera sehe. So, genau. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wo die ABs sind. Also es sind mehrere eingebaut. Ja, so sieht man es jetzt nicht. Okay, also an den Augen sieht man es auf jeden Fall schon mal. Ja, da sieht man es auch. Genau, und hier bei den Kirschen, da sind auch welche mit drin eingebaut. Ja. In live sieht es natürlich noch schöner aus. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Ja, wie gesagt, das Pin-Up Girl ist fertig. Und ja, ich wollte jetzt gleich mit dem nächsten starten, da meine Steinchen noch nicht da sind. So, Moment, das lege ich mal gerade zur Seite. So. Genau, da konnte ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, welches ich nehme. Ob ich den Fluss nehme oder ob ich den Elefanten nehme, den ich nämlich von der Annie bekommen habe. Ich habe mich jetzt aber für den Elefanten entschieden. Da ist er. Ich hoffe, ich kriege den jetzt ganz drauf mit den Ohren. Ja, also das ist der Elefant. Der ist jetzt auch noch sehr geknickt. Aber ich denke mal, wenn ich dann zwischendrin was Schweres draufstelle,
wird das schon gehen. Irgendwie. So. Genau. Dann wollte ich euch gerade mal zeigen, wie ich das immer mache mit den Steinen. So, das legen wir mal zur Seite. Genau, da hat die liebe Anni mir ja hier die Steine zusammengepackt. Da muss ich halt jetzt nur drauf achten. Wenn ich das nämlich gesehen habe, sind die DMC-Nummern mit auf den Tütchen. So, gerade gucken. So, genau, da sind nämlich die DMCs mit drauf. Das heißt, ich mache mir jetzt, obwohl ich schneide so oft, dass ich die noch sehen kann. Genau, weil ich habe nämlich passend dazu, zu den Nummerierungen, weil halt auch hier auf der Legende einfach nur die Nummerierung drauf ist, habe ich mir meine Döschen schon wieder fertig gemacht. Und dann würde ich sagen, füllen wir das jetzt gerade einfach mal zusammen ein. Umgefüllt. Ich habe mir jetzt hier die Tütchen mit den DMC-Nummern erstmal wieder hier reingetan, weil da steht halt auch Elefant drauf. Dann weiß ich auch, dass das auch vom Elefanten ist. So, genau, erstmal wieder ein bisschen Platz machen. Hier die Schere weg. So, ja, mein Ladekabel ist jetzt hier gerade im Weg so ein bisschen. Aber ein bisschen Schwund ist immer, ne? Genau. So. Ja, ich wollte jetzt, wie gesagt, mit dem Elefanten starten. Ich finde den total süß. So. Ja. Gerade auch mit dem Hintergrund, das gefällt mir richtig gut. Das ist halt nur ein Teilbild. Na, aber wie gesagt, damit wollte ich jetzt gerne starten. Und ja, wie ich euch ja erzählt habe, ich habe mir ja Steinchen bestellt und diese werden voraussichtlich spätestens Montag da sein. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob das so geklappt hat mit der Bestellung, wie ich das gemacht habe. Ja, mehr dazu werde ich euch dann aber erst erzählen. Ne? Und ich werde auch das Päckchen mit euch zusammen auspacken, um euch einfach zu zeigen, was das dann alles für Farben sind. Genau, und dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt erstmal mit dem Elefanten. So. Genau. So, dafür brauche ich aber auf jeden Fall mein Lichtpad. So, dann nehmen wir wieder den schönen Painting-Stift, weil ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ja, ein Dreieraufsatz kann ich teilweise nehmen. Ja, teilweise geht ein Dreier. Egal, so, wir starten einfach mal unten links und da ist die 6. Ja. Was habt ihr denn jetzt so Schönes gemacht die letzten Tage? Hattet ihr auch so schönes Wetter oder seid ihr jetzt aktuell im Urlaub und guckt einfach bei YouTube, weil ihr da Lust drauf hattet? Oder wie macht ihr das jetzt so die letzten Tage? Ja, ich habe jetzt noch bis Sonntag Urlaub und am Montag geht dann wieder der Alltag los. Ja. Da ist dann meine andere Kollegin im Urlaub. Also wir machen momentan wirklich fliegenden Wechsel. Also vor meinem Urlaub war halt die eine Kollegin im Urlaub, die ihre Ausbildung jetzt bestanden hat. Und dann habe ich jetzt 2 Wochen Urlaub gehabt. Und ja, nach mir dann 2 Wochen unsere Azubine. Und unsere neue Azubine fängt auch noch an. Nächste Woche.
ja, bin ich mal gespannt. Also ich kenne sie noch nicht. Ist immer der Nachteil, wenn man halt Urlaub hat. Ja, dann kriegt man immer alles nur per WhatsApp oder Telefon mit. Ne, aber da muss man halt durch. Ja. Ja, gut, also die Ruhe zu Hause, die genieße ich schon. Aber ich bin auch ganz ehrlich, also wenn man wirklich dann 24 Stunden aufeinander hockt, ja. Es ist dann wirklich so gewesen, dass ich mich hier teilweise in mein Painting-Zimmer verkrochen habe, beziehungsweise ein Schlafzimmer, weil hier halt meine Painting-Sachen drinstehen. Und da habe ich mir da gedacht, nee, lasst mich alle in Ruhe. Ich will nichts hören, nichts sehen. Und dann habe ich mir hier mein Netflix angemacht am Computer. Oder habe halt für euch so ein bisschen rumgetüftelt an den UV-Gel-Sachen. Wie gesagt, also sind jetzt halt zwei Sachen gewesen, die ich euch zeigen konnte. Die anderen waren wirklich so schlecht, die sind direkt in der Tonne gelandet. Ja, aber da wird es demnächst dann noch ein paar Sachen geben drüber. Genau. Ja, ich wollte euch noch irgendwas erzählen, nur es geht schon wieder los, dass ich total vergesslich bin. Mein Mann würde jetzt sagen, das ist das Alter. Ja, man wird nicht jünger. Möchte ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt oder vielleicht sogar Anregungen. Dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Und genau, wenn ich es schaffe, wird es... Huch, jetzt bin ich an das Kabel gekommen. Also wenn ich es schaffe, wird es am Wochenende eventuell nochmal einen Action-Haul geben, weil ich halt vorhabe, eventuell am Samstag nochmal hinzufahren, damit ich mir die restlichen drei Farben von den Stiften noch holen kann. Aber ich weiß noch nicht, ob das klappt. Weil wir eventuell zu meinen Eltern fahren. Es wird ja so extrem heiß am Wochenende, ich weiß noch nicht. Weil unser Hund kann momentan die Hitze überhaupt nicht haben. Also der war die ganze Nacht war der am Jaulen. Und da müssen wir echt mal gucken. Ja. Wir haben zwar so eine Kühldecke, aber der geht da nicht wirklich drauf. Ich habe dem jetzt heute Nacht, weil er so am Jammern war, habe ich dem das Klimagerät angemacht, habe mich damit ins Wohnzimmer gesetzt und habe Fenster aufgemacht, weil es ja draußen auch kühl war. Und habe ihm dann ein Handtuch gemacht, was ich in kaltes Wasser gepackt habe. Und habe ihm das auf die Fliesen gelegt. Er fand es total toll. Er hat sich dann direkt draufgelegt. Und dann wurde er auch ein bisschen ruhiger. Also ich konnte dann auch irgendwann schlafen gehen. Ja. Nur das geht halt nicht, wenn ich arbeiten muss. Dann kann ich nicht... bis 2, 3 Uhr kann ich dann nicht wach bleiben. Das geht nicht. Deswegen muss ich dann gucken, dass ich das irgendwie anders gedeichselt kriege. Mit dem.
Ja. Ja, für Tiere ist das immer blöd, wenn es so warm ist. Tja. Genau. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich euch erzählen wollte. Und zwar habe ich mir heute meine Haare gefärbt. Ja, und wollte euch gerne dann auch jetzt am Wochenende ein Bild posten bei Instagram. Dann seht ihr auch die neue Haarfarbe. Also ich finde es ganz gut, obwohl ich eigentlich heller werden wollte wieder. Aber die Farbe gefällt mir doch ganz gut. Habe jetzt diesmal nämlich eine andere geholt, weil die ich normalerweise immer habe, die war ausverkauft. Und dann wollte ich eigentlich in so ein, ja, so ein, wie nennt man das, Schokobraun oder sowas, wollte ich reingehen. Aber mein Mann mag es nicht so gerne, wenn da so ein Rotstich drin ist. Deswegen habe ich es dann sein lassen und habe einfach Braun geholt. Aber dieses Braun ist sehr dunkel. Naja, vielleicht wäscht es sich noch raus, aber mein Mann sagt auch immer, das steht mir, das Dunkle. Ja, nee, wie gesagt, also da wollte ich euch gerne ein Foto dann machen und dann setze ich das bei Instagram rein. Dann könnt ihr das dann sehen. Ich bin dann mal auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Ja. So. Ja, ich weiß, ich soll mir jetzt noch ein bisschen Speedpainten. Das wäre doch was, glaube ich. Das wäre doch eine Idee. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt mal. Wir tun jetzt mal eine Runde noch Speedpainten. Gesehen habt, habe ich jetzt gerade das Stückchen hier gepaintet. Oh, da ist ein Steinchen abgefallen. Ja, irgendwie hält die Klebefolie nicht so wirklich.
Deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen am Kämpfen mit manchen Steinen. Ihr seht, da geht gar nichts. Ja, muss ich gleich mal gucken, wo ich meinen Kleber habe. Muss ich dann einzeln festkleben. Genau, ja. In diesem Sinne sage ich schon mal Winke. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und denkt dran, nächste Woche gibt es definitiv das Unboxing, wenn meine Steine da sind. Und am Wochenende eventuell nochmal ein Action Haul. Ja, da werde ich euch aber vorher drüber informieren auf Instagram. Mein Link von der Instagram-Seite steht auch unten in der Infobox. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann Winke, bis zum nächsten Mal.